Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Das Tonband liegt rund um den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, ist heute das bestimmende Thema des Tages. Und damit starten wir heute auch unsere Sendung. Und bei mir zu Gast ist jetzt Isabel Daniel. Hallo Isabel. Hallo. Sprechen wir gleich einmal über dieses Thema. Das Skurrile an dem Ganzen muss man ja sagen, seit der Früh oder seit dem Vormittag eigentlich gab es dieses Gerücht in der Wiener Innenpolitik-Szene und auch in Journalistenkreisen, da kommt heute eine Bombe. Wie ist dieser Tag heute abgelaufen? Es ist eigentlich ganz absurd, weil die ersten Gerüchte haben schon vergangene Woche begonnen. Und da gab es Erste, die angefangen haben zu sagen, naja, da kommt eine Geschichte, die wird der ÖVP irrsinnig schaden. Das kennen wir schon und es wurden schon Bomben angekündigt. Dann ab heute Vormittag, wie du richtig sagst, hat es geheißen, um 19.30 Uhr wird die Zeit im Bild und die Kronenzeitung einen Bericht veröffentlichen mit einer Tonbandaufnahme, wo Christian Pilnacek die ÖVP und Wolfgang Sobotka belasten würde. Dann haben wir ein bisschen angefangen herumzurecherchieren. Dann hat man irgendwie gemerkt, okay, da scheint es ein ziemliches Tauziehen zu geben, nämlich nicht, ob man die Geschichte rascher veröffentlicht, sondern ob man sie überhaupt veröffentlicht, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Und dann sind aber immer mehr Infos rausgekommen. Man wusste auch schon, was da gesagt wird in diesen Aufnahmen. Also für jene, die es nicht wissen, Christian Pilnacek war ja über sehr viele Jahre hinweg der mächtigste Beamte im Justizministerium, musste dann oder wurde dann suspendiert wegen seinem Kampf mit der WKStA, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und weil diese ihn ja auch immer wieder verdächtigt habe, Interventionen nachgegeben zu haben oder irgendwas erschlagen zu haben, was sich dann also nie wirklich erhärtet hatte, aber es gab diese Vorwürfe. Und dann irgendwann einmal sind so viele Details rausgekommen, dass wir alle angefangen haben, darüber zu berichten, bevor eigentlich die, die es eigentlich als Erste hätten berichten sollen, es überhaupt berichtet haben. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Kommen wir mal zu dem Inhalt des Ganzen. Jetzt sind diese Tonbandaufnahmen da. Insgesamt soll das Tonband 90 Minuten sein, wenige Minuten davon, die wirklich politisch brisant sind. Aber wie brisant ist das, was dort zu hören ist und was wir jetzt auch als Abschrift mittlerweile kennen, deiner Meinung nach politisch? Es ist insofern brisant, also ich glaube, man muss jetzt zwei Sachen teilen. Also die Aussagen an sich sind brisant, weil Christian Pilnacek behauptet in diesen Aufnahmen, man muss dazu sagen, er ist im Oktober verstorben, man kann ihn jetzt natürlich auch nicht mehr fragen, aber er behauptet darin, dass die ÖVP wiederholt bei ihm interveniert hätte. Er nennt auch Wolfgang Sobotka namentlich. Er wirft der ÖVP konkret vor, dass er sie gefragt hätte, naja, und wie unterstützt ihr mich, dass die ihm geantwortet hätten, naja, du hast uns auch nicht genügend unterstützt, du hast ja diese Hausdurchsuchungen oder Sonstiges zugelassen. Und er sagt, dass er denen geantwortet hat mit nein, er kann das nicht abdrehen, weil wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, der Vorwurf von Christian Pilnacek, der aus diesen Tonbandaufzeichnungen ganz klar herausgeht, ist, dass die ÖVP versucht hätte, etwas von ihm verlangt habe, das dem Rechtsstaat nicht entsprechen würde. Dass das er dann aber schon, nicht getan hat. Dass er sagt darin, er hat es nicht getan. Na gut, die Hausdurchsuchungen haben stattgefunden. Also insofern, er hat es tatsächlich nicht getan. Aber der Vorwurf ist schon extrem. Jetzt ist das eine und das Problem, das die ÖVP jetzt aus meiner Sicht hat, diese Vorwürfe kommen ja nicht im luftleeren Raum. Wir diskutieren und berichten ja alle schon lange, dass es immer wieder diese Vorwürfe der Interventionen gegeben habe seitens der ÖVP, dass da irgendwas fishy ist. Dann haben wir diese ganzen Thomas Schmidt-Chats, die ja bekanntlich auch die Krise der ÖVP ausgelöst haben. Aber, und das muss man jetzt auch dazu sagen, das ist halt nur
die Aussage eines Mannes, der selber suspendiert wurde, den man jetzt nicht befragen kann. Mhm. Das muss man jetzt schon der Fairness halber dazu sagen. Ob man darauf so kontern muss, wie der ÖVP-Generalsekretär, der jetzt sagt, das seien KGB-Methoden oder sowjetische Methoden und ich weiß nicht was, sei dahingestellt. Aber natürlich, er hatte, und da hat die ÖVP nicht ganz unrecht, das muss man jetzt der Fairness halber dazu sagen, die offizielle Aussage von Christian Pinacek vorm Urschuss war, die ÖVP habe nicht interveniert. Mhm. Dennoch, Christian Pinacek ist ja jetzt nicht irgendwer, war jahrelang mächtigster Beamter im Justizministerium. Jetzt gibt es heute schon die Diskussion und viele sagen, in jedem anderen Land, oder nicht jedem, aber sagen wir vielen anderen zivilisierten westlichen Ländern, würde zumindest ein Politiker, der so schwer belastet wird wie Wolfgang Sobotka, von sich aus zurücktreten. Glaubst du, dass Wolfgang Sobotka diesen Schritt macht oder ist Wolfgang Sobotka, der ja in den letzten Monaten immer wieder, muss man sagen, in der Kritik gestanden ist, Stichwort Urschuss und viele andere Themen, einfach so ein Stalinist, dass der sitzen bleibt, bis die Wahl ist zumindest? Naja, schau, weil du jetzt andere Länder angesprochen hast. Der Antonio Costa, das war der frühere Premierminister von Portugal, ist zurückgetreten, als quasi öffentlich wurde, es gäbe Korruptionsermittlungen gegen ihn. Er hat zwar gesagt, ich habe damit nichts zu tun, er ist aber nur wegen des Vorwurfs zurückgetreten. Im Nachhinein hat sich dann übrigens herausgestellt, dass die portugiesische Staatsanwaltschaft den Vornamen verwechselt hatte und gar nicht Antonio Costa, sondern sein Wirtschaftsminister gemeint war. Aber so viel, um dir zu sagen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Natürlich, aber da hätte es jetzt schon zig Gründe gegeben, dass man sagt, es gibt Ermittlungen, es gibt Sonstiges. Das ist ja alles nicht neu beim Wolfgang Sobotka. Ja, in einer perfekten liberalen Demokratie würden wir, glaube ich, schon lange nicht mehr darüber reden, ob Wolfgang Sobotka wirklich der Richtige als Nationalratspräsident ist, nicht nur wegen seiner Amtsführung im Urschuss, sondern wegen verschiedensten Verdachtsmomenten. Ja? Aber du glaubst nicht daran? Ich persönlich glaube nicht daran und das zeigt mir auch die Reaktion seitens der ÖVP und des ÖVP-Generalsekretariats. Das erinnert mich ja sehr an die Reaktion damals von Heinz-Christian Strache auf das Ibiza-Video. Es geht nur um die Methoden, wie das entstanden ist und nicht um die Inhalte. Ja, wobei man muss schon sagen, die erste Reaktion des Heinz-Christian Strache war ja dieses Statement, wo er zurückgetreten ist. Danach kam dann die andere sozusagen Schiene. Stimmt. Aber die erste Reaktion war eigentlich der Rücktritt. Inwiefern schadet das jetzt der ÖVP deiner Meinung nach? Ich glaube schon, dass es ihr noch einmal schadet. Also jetzt vielleicht nicht so enorm, wie ihre politischen Konkurrenten denken. Aber es verfestigt halt ein Bild dieser permanenten Krise und der permanenten Affären rund um die ÖVP, wo Leute wahrscheinlich schon so reagieren, dass sie sagen, naja, das ist alles nicht mehr überraschend und das ist natürlich für eine Partei alles andere als förderlich. Also ja, ich glaube schon, dass das jetzt nicht von großem Vorteil für die ÖVP ist. Die FPÖ spricht ja schon von einem Ibiza-Video der ÖVP. Kann man das in Relation setzen oder ist das dann doch was anderes? Nein, also das ist meiner Meinung nach was anderes, weil in dem Fall hast du die Aussagen von Christian Pilnercheck über die ÖVP. Mhm. Im Fall des Ibiza-Videos hattest du Heinz-Christian Strache, der selber geredet hat. Also das hat natürlich nicht dieselbe Qualität. Dieselbe Qualität hätte es, wenn man Wolfgang Sobotka und Co. aufgenommen hätte, geheim, wo die all das sagen, was der Pilnercheck behauptet. Jetzt haben wir eh schon drüber gesprochen, die ÖVP hat ja jetzt gleich einmal mit dem Generalsekretär den Gegenangriff gestartet, spricht von KGB-Methoden etc. Glaubst du, wird das Thema jetzt in den nächsten Tagen sag ich mal, in der Intensität bleiben oder gehst du davon aus, dass das dann, wenn Wolfgang Sobotka nicht zurücktritt, dann in ein paar Tagen, nächste Woche dann wieder abklingt? Also so schnelllebig wie unsere Zeit ist, glaube ich eher, dass es abklingen wird, es sei denn, und das muss man sich halt auch bewusst sein, Menschen, die einmal Gespräche aufnehmen,
können Gespräche häufiger aufnehmen. Das heißt, wir wissen ja nicht, haben die unter Umständen noch andere Gespräche mit Christian Pinacek aufgenommen, wo der vielleicht noch andere Sachen sagt. Das hört man ja aus dem Umfeld der FPÖ, dass das erst die erste Welle ist, die da gekommen ist und dass da jetzt weitere Veröffentlichungen angedacht sind. Hast du gehört, in welche Richtung das gehen soll? Hat das alles mit Wolfgang Sobotka zu tun? Nein, ich glaube, sie versuchen da ein Gesamtbild der ÖVP zu zeichnen. Und das meine ich, wenn es das wirklich gibt und wenn sie dann im Laufe der nächsten Wochen andere Tonbandaufnahmen spielen können, wo es vielleicht um andere Personen der ÖVP geht, dann wird das sicher unangenehm. Mhm. Wer waren denn diese zwei Personen, mit denen Pinacek da gesprochen hat? Man liest, es sollen ehemalige BZÖ-Mitarbeiter Genau, es sollen ehemalige BZÖler gewesen sein, die aber jetzt der FPÖ zugerechnet werden. Oder zumindest eine FPÖ. Das heißt, die ÖVP, die ja die FPÖ dahinter vermutet, ist da zumindest nicht ganz auf der falschen Fährte, wo das Ganze herkommt. Ja, also wir wissen jetzt natürlich nicht, was wussten offizielle FPÖ-Politiker, aber die zwei haben zumindest eine FPÖ-Affinität. Und jetzt gibt es ja auch ein bisschen eine Skurrilität bei der Veröffentlichung, weil diese zwei oder wer auch immer einer von den beiden soll das ja schon vor Wochen der Kronenzeitung übergeben haben, die das aber nicht veröffentlicht hat und erst anscheinend dadurch, dass der ORF für heute dann auch eine Veröffentlichung geplant hat, dann auch gleichzeitig rausgehen wollte. Was hat es damit auf sich? Also das ist meiner Meinung nach eine völlig skurrile Geschichte, weil dass die Krone es jetzt so darstellt, dass sie aus lauter Anstand sowas nicht gebracht hätte, weil das war ja eine geheim aufgenommene Aufnahme. Naja, dann hätte man auch das Ibiza-Video nicht bringen dürfen. Und es war richtig, das Ibiza-Video zu bringen. Und es ist auch jetzt quasi doch von öffentlichem Interesse, was da gesagt wurde, auch wenn man den Wahrheitsgehalt nicht letztgültig klären kann. Also offenbar hätten sie es auch heute noch nicht gebracht, wenn eben nicht klar geworden wäre, dass der ORF es für heute am Abend bringt. Wir haben es ja dann selber schmunzelnd beobachtet, dass schon zig andere Medien es gebracht haben, die Krone es immer noch nicht online gestellt hat und dann mit einer bisschen Herzschmerzerklärung plötzlich doch online gestellt hat, die, wenn man diese Zeitung kennt, nicht so ganz schlüssig klingt. Die Grünen, die ja immer ein Regierungspartner der ÖVP sind, haben bisher noch kein Statement abgegeben. Wie werden die deiner Meinung nach darauf reagieren? Weil das wäre ja theoretisch für die Grünen jetzt das perfekte Exit-Szenario. Jetzt können sie sagen, Wolfgang Sobotka bleibt, die ÖVP mauert, wir sind die Transparenzparteien, wir gehen in Neuwahlen. Ja, ich glaube, das wäre wirklich heikler, wenn zum Beispiel Wolfgang Sobotka noch immer Innenminister wäre. Dadurch, dass er Nationalratspräsident ist und damit kein Regierungsamt inne hat, ist es für die Grünen jetzt leichter, erneut Kritik zu üben. Man muss ja dazu sagen, die Grünen haben schon in der Vergangenheit sowohl die Amtsführung von Wolfgang Sobotka im Ibiza-Urschuss kritisiert, als auch seine diverseste quasi Ermittlungen gegen ihn. Ich persönlich glaube nicht, dass die Grünen deswegen aufstehen werden, weil natürlich die ÖVP auch bei ihnen sagt, naja, ihr habt ja selber diesen Urschuss abgehandelt, ihr wisst ja ganz genau, dass der Pinacek im Urschuss was anderes gesagt hat und die ÖVP versucht ja jetzt dieses Bild zu skizzieren, es stünde Aussage gegen Aussage von Christian Pinacek selbst, weil er A im Urschuss gesagt hat und B in diesem Gespräch gesagt hat. Das Einzige, weil das jetzt extrem herumgeistert, das hätte er in weinseliger Laune gesagt. Ich habe es dir vorher gesagt, ich sage es hier noch einmal, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, darauf jetzt zu gehen, wenn ich die Worte von Pinacek als unglaubwürdig darstellen würde, weil es gibt den alten Spruch von in vino veritas, also im Wein liege die Wahrheit, weil die Leute dann eher das erzählen, was sie wirklich denken. Aber du glaubst nicht daran, dass dieses Tonband jetzt die Koalition sprengen könnte? Ich persönlich glaube es nicht, nein. Ich glaube weder, dass der Wolfgang Sobotka deswegen zurücktreten wird, noch glaube ich, dass die Koalition deswegen platzt.
Das heißt, typisch österreichisch, alles bleibt so wie immer. Gut, vielen Dank, Isabel. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann ist gleich die Verteidigungsministerin Claudia Tanner zu Gast bei Karl Wendel. Der Vollständigkeit halber sagen wir dazu, dieses Interview wurde bereits am Vormittag aufgezeichnet. Deswegen auch das Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, war da noch nicht bekannt, beziehungsweise ist noch nicht Thema in diesem Interview, nur dass Sie sich nicht wundern. Jetzt ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit der Verteidigungsministerin Claudia Tanner.